Winter ist der optimale Zeitpunkt, um an der Schwimmschwäche zu arbeiten und den Fokus auf das Element Wasser zu legen. Mein Name ist Nils Gürke, ich bin Triathlon-Trainer, ehemaliger Triathlon-Profi. Schwimmen ist ja für die meisten Triathleten die herausforderndste Disziplin. Für mich war es auch der Grund, weswegen ich erst mit 19 mit dem Triathlon begonnen habe, weil ich als Kind bzw. junger Jugendlicher überhaupt noch nicht schwimmen konnte. Theresa ist in Australien aufgewachsen, also quasi im Wasser geboren, wie jede Australierin. Ist begeisterte Ausdauersportlerin, war ganz oft beim Lauftraining der BKK Mobil Oil dabei. Ein wichtiges Element des Kraulschwimmens ist der Kraulbeinschlag. Hilfreich ist es wirklich, mit einem Brett ganz explizit den Kraulbeinschlag zu trainieren, weil ihr dadurch einfach eine stabile Wasserlage habt und auch am Schwachpunkt Atmung arbeiten könnt. Eine super Übung fürs Wassergefühl sind die sogenannten Sculling-Übungen oder auch Scheibenwischer. Einfach mit lockerem Kraulbeinschlag die Arme nach vorne verbringen oder nur die Unterarme verbringen, um so das Wassergefühl zu erlangen und die Ellbogenvorhalte zu erarbeiten. Die sogenannten Kontrastübungen sind eine sehr gute Übung, um die Ellbogenvorhalte zu trainieren. Dazu schwimmt ihr abwechselnd 10-15 Meter mit Faust, dann 10-15 Meter mit normal geschlossener Hand und dann auch übertrieben mal 10-15 Meter mit extrem geöffneten Händen. Neben dem Brett sind die Kurzflossen die perfekten Tools, um an eurer Wasserlage zu arbeiten. Ihr seid wesentlich schneller, wesentlich stabiler und könnt euch so auf elementare Inhalte wie die Atmung konzentrieren. Abschlagschwimmen ist eine sehr gute Übung hierfür. Das heißt, ein Arm bleibt vorne, der andere Arm führt den Zyklus aus, bis ihr den abliegenden Arm eingeholt habt. Ebenfalls sehr gut geeignet ist es einarmig schwimmen. Auch hier bleibt der passive Arm vorne liegen und ihr schwimmt 25 Meter einarmig links, danach 25 Meter einarmig rechts. Um eure schwimmspezifische Muskulatur zu trainieren, eignet sich besonders gut das Zugseil. Dies ist auch sehr gut, wenn ihr kein Becken vor der Nase habt. Ihr könnt einmal mit beiden Armen gleichzeitig ziehen, quasi wie beim Delfinschwimmen, oder auch wechselhaft ziehen wie beim Kraulschwimmen. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass der Ellbogen stehen bleibt, ihr die erste Phase ruhig ausführt und dann beim Abdruck dynamisch nach hinten beschleunigt. So sollte es auch im Wasser sein. Dann könnt ihr auch wie beim Kraulschwimmen Wechselzüge machen. Auch hier sollte der Fokus darauf liegen, den Ellbogen stehen zu lassen und den Arm nach hinten zu beschleunigen. Und glaubt mir, egal wie spät ihr mit dem Schwimmen beginnt, ihr könnt das Kraulschwimmen immer noch erlernen und irgendwann schwimmt ihr womöglich sogar die 3,8 Kilometer im Ironman durch. Am meisten Zeit verbringt ihr beim Triathlon auf dem Rad. Der entscheidende Faktor bei der Rahmenhöhe ist die Sattelhöhe. Dafür misst ihr einfach die Innenlänge eurer Beine und multipliziert diese mit 0,883. Unterschiede zwischen dem normalen Rennrad und dem Zeitfahrrad. Das Zeitfahrrad ist wesentlich schneller, eure Position ist aerodynamischer, aber natürlich auch ein bisschen unbequemer. Wichtig ist, dass der Oberkörper so weit geneigt ist, dass ihr noch genügend Flexibilität im Hüftbeuge habt. Das heißt, der Winkel zwischen Oberschenkel und Oberkörper sollte nicht zu gering sein. Beim Rennrad hingegen könnt ihr aufrechter sitzen, bequemer sitzen. Hier ist der entscheidende Faktor, dass der Oberkörper im Verhältnis zu den Armen 90 Grad beträgt. In der nächsten Episode gehen wir genauer aufs Rollentraining ein. Dazu kommen Inhalte, die das Schwimmtraining beeinflussen, Schwimmserien wie Pyramiden oder Intervalle. Beim Laufen legen wir den Schwerpunkt auf den Crosslauf. Es macht auch Sinn, mal abseits der Wege und Straßen zu laufen, um eure Konzentration zu fördern, die Koordination zu schulen und auch an der Kraft zu arbeiten.